Hallo, herzlich willkommen. Heute wollen wir den Abstand zwischen einem Punkt und einer Ebene berechnen. Dazu haben wir folgende Ebene. Ebene R, abhängig von Lambda und μ, wo der Ortsvektor 2, 2, 1 ist. Der erste Richtungsvektor Lambda ist 5, 5, 0. Und der zweite Richtungsvektor μ ist 0, 1, 2. Geplottet sieht die Ebene so aus. Und da haben wir noch den Punkt Q, 2, 1, 5, der geplottet so aussieht. Um den Abstand zwischen der Ebene und dem Punkt zu bestimmen, brauchen wir folgende Formel. D für den Abstand ist gleich der Betrag vom normalen Vektor n mal rq minus r1, wobei rq der Ortsvektor des Punktes ist, was in dem Fall 2, 1, 5 ist, minus den Ortsvektor der Ebene, und das ist 2, 2, 1, dividiert durch den Betrag vom normalen Vektor. Der normalen Vektor ist der Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht. Und jetzt fangen wir erstmal an, um den Normalvektor zu bestimmen. Und der wird bestimmt, indem man das Kreuzprodukt bildet von den beiden Richtungsvektoren der Ebene. Also n ist gleich 5, 5, 0, Kreuz 0, 1, 2. Wenn man das ausrechnet, dann kommt raus 10 minus 10, 5. So, als nächstes können wir RQ minus R1 rechnen. Also RQ minus R1 und das ist dann gleich 2, 1, 5 minus 2, 2, 1. Und das ist dann gleich 2 minus 2 ist 0. 1 minus 2 ist minus 1 und 5 minus 1 ist 4. Damit haben wir den Zähler weitestgehend bestimmt. Kümmern wir uns nun um den Nenner, das ist der Betrag von n. Und das ist Betrag von n ist dann gleich die Wurzel aus 10 zum Quadrat plus, in Klammern, minus 10 zum Quadrat plus 5 zum Quadrat. Das ist gleich die Wurzel aus 225. Das ist gleich 15. Und jetzt haben wir alle Komponenten soweit bestimmt und können das jetzt in die Formel einsetzen. Das heißt, D ist gleich der Betrag von n ist 10 minus 10, 5 gewesen, multipliziert mit, hier haben wir RQ minus R1, das ist 0 minus 1, 4. 0 minus 1 und 4 dividiert durch 15. Und jetzt können wir den Zähler noch weiter vereinfachen. 10 mal 0 ist 0. Also wieder die Betragsstriche nicht vergessen. Das ist dann 0 plus minus 10 mal minus 1 ist 10. Also plus 10. Und 5 mal 4 ist 20. Also plus 20. Und das teilen wir durch wieder durch 15. Und die können wir noch zusammenfassen in den Zähler. Und das ist dann gleich der Betrag von 30 durch 15. Und das ist dann gleich 2. Also ist der Abstand von Punkt zur Ebene, von Punkt zur Ebene 2. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.